Läuft. Läuft. Herzlich willkommen bei NacktmultiV. Heute haben wir etwas Besonderes für euch. Wir haben nämlich die Tage War Thunder für uns entdeckt. Das Spiel befindet sich noch in der Open Beta, hat momentan nur Luftwaffe, also Luftkrieg im Programm, soll aber auch noch Heer und Flotte bekommen. Und ja, da wir da Spaß dran haben, wollten wir uns gleich mal daran teilhaben lassen. Wir haben auch schon ein bisschen vorgespielt, deswegen fliegen wir Level 5 und 6 Flieger. Nur so weil wir es können. Genau, weil wir es können. Money ist immer noch nicht bereit. Da fertig. Er ist immer der Letzte. Ja. Er ist auch das Letzte. Nein. Was fliege ich denn zuerst? Ich glaube, ich fliege zuerst den Heavy Fighter wieder. Okay, kommt drauf an, was wir machen müssen. Musst du auch erklären, was das ist. Ein schwerer Kampfflugdings, irgendwas. Ein schwerer Kampfflugdings. Mhm. Genau. Google doch einfach. Google doch einfach, ja. Google doch einfach. Nein, Manni, du erklärst das jetzt. Nein. Doch. Nein. Pack die Erklärung in die Videobeschreibung. Du bist doch... Ne. Was denn? So, ich steige als erstes in den Viewfighter. Ihr könnt jetzt hier gucken, das hier, das was ich jetzt hier gerade so zeigt, das ist ein Heavy Fighter. Ja. Seht ihr? Heavy Fighter. Die Modifikationen sind ganz einfach. Schwer gepanzert, etwas langsamer im Wendekreis und schwere Bewaffnung. Etwas langsamer? Also meiner ist nicht viel langsamer als ein Fighter. Der hier? In dem Wendekreis? Doch, der hier auf jeden Fall. Ihr habt 30 Sekunden, das haben wir bei anderen teilweise bei Jägern. Im Wendekreis sind die was, langsamer was, okay, als... Was fliegt ihr denn beide eigentlich? Viewfighter MKL 10. Das neue Level 6 Ding. Fliegt Waller hinterher. Ich auch. Waller weiß gar nicht, wo er hinfliegt. Dann wissen wir das jetzt alle nicht. Waller ist aber viel zu langsam für mich. Drossel doch einfach deine Maschinen. Tue ich doch gerade. 45%. Dann komme ich, dann bin ich. Ich habe den MJ Destroyer anvisiert. Bin ich auch dran. Nur die Frage, ob ich ihn noch vor der Schlucht mitkriege oder beziehungsweise in der Schlucht. Ich hole ihn ja. Das ist mal Geschwindigkeit hier. Mops gehen 160. Genau. Na? Ich habe die 600. Müsst ihr auch nur noch treffen, Jungs. Wow. Hab ich. Der Kanonen, glaube ich. Ah, jetzt hat er natürlich die Kurve, ist er die Kurve was geflogen. Ein Pisser. Der hätte mich fast schon wieder gerammt. Was ist hinter mir? Da ist eine Menge hinter uns. Ah, ich bin nicht so kritisch genug für solche Spiele. Ja, also wie ihr gesehen habt, mein Flugzeug schießt auch selbstständig nach hinten heraus. Das sind seine Schützen. Von wo krieg ich denn jetzt Feuer? Oh, das blöde Ding haben wir runtergeholt. Jungs? Baller, schieb mal nach rechts, ich hab was hinter mir. Ich bin hier hinter dir. Wow, was hab ich denn da? Bin dabei. Links von dir. Das ist Spitfire, ja, ich hab dich schon. Ah! Ja, ich hab ihn zerstört. Du hast wahrscheinlich er hat mich gerammt, ne? Ja, ich kam nicht mehr hoch. Wenn du ihn zerstört hast, warum schießt er immer noch auf mich? Der ist hin. Irgendwas da schießt er auch. Da war aber einer hinter mir, hast du den schon gekillt? Wieder Düsenjäger mit. Ich versuch mal zum Flugfeld zu kommen. Das ich komm zu Topper und dir. Können. Nein, das kannst du klicken. Ja, dann helfe ich halt Topper. Also diese Maschine gefällt mir. Ich hab meine Maschine nicht mehr hochziehen können und bin dann deswegen. Abgestürzt. Ich probiere jetzt auch mal die Jack 1B, der Level 6er. Also ich spiele übrigens Russen, Bala spielt die Tommies, also die Briten, und Topfa spielt die Amis, wenn ich richtig sehe. Wir haben, Bala und ich haben einfach mit Russen angefangen, aber wir haben dann festgestellt, die Russen sind schnell aus dem Cockpit geschossen. Ach toll, da kriege ich nur Abschusshilfe für zwei kritische Treffer und dass er danach abgeschmiert ist.
wenn du weniger Schaden machst, das wäre anders. Ja gut, den habe ich gekriegt hier. Den wollte ich gerade noch wegschnappen. Ja, nichts ist mit wegschnappen hier. Kacken, so. Ja, ich muss jetzt mal eben landen. Ja, du willst mich jetzt alleine lassen oder was? Ja, Manni ist ja da. Wenn meine Tragflächen rot sind, dann schwenkt das nicht mehr, wo du bist, was? Manni hat keinen Überblick. Der weiß nicht, dass man C drücken kann, um alles zu sehen. Ich hab dir gesagt, dass man C drücken kann zum gucken. Ja, aber anscheinend tust du es ja nicht. Ja, weil ich gerade auf dem Anflug auf ein anderes Flugzeug war, Kriegsbühne. Ach, jetzt. Nerv mich halt nicht hier, da ist einer hinter mir. Ja, toll. Hat mein Pilot rausgeschossen. Nee, ist klar. 700 Meter Entfernung, er ist zu weit weg, verdammt. Das reicht's mir. Nehme ich meine Spitfire MK2. Stell einfach deine Kanonen auf 700 Meter ein. Ich glaube, das bringt zwar im Arkad nichts, aber egal. Jetzt sind beide Kanonen alle. Ich glaube das ja gar nicht. Ich habe bei mir auch auf einmal normale Maschinengewehre stehen und Kanone. Ja, weil du zwei verschiedene Waffensysteme hast, die verschieden viel Munition haben. Die Kanone macht auf jeden Fall einen super guten Sound. So, Manni, ich bin gleich bei dir. Nein, nein, lande! Hätte mich fast der Düne noch getroffen. Ach, da haben wir die Landung mal voll versaut. Baller, ich habe den FS oder Lesk oder whatever, den Rabrand. Ich bin hinter dem BF 100L, 110, genau, den meine ich, CNC. Ja. Aber ich komme nicht dran. Doch, jetzt ist ja meine Richtung. Aha. Er flog in meine Richtung. Ja, das habe ich auch festgestellt, danke. Ja, da unten haben wir gleich zwei neue Targets, drei sogar. Und zwei davon habe ich mal angegriffen. Ja, jetzt hat er mir die Flügelspitze weggerissen. Also, in dem blöden Tooltip steht, man kann Flugzeuge auch mit der halben Drahtschicht fliegen. Ja, das habe ich auch schon festgestellt, dass das da drin steht, aber nicht wirklich funktioniert. Mit der halben Tragfläche schmieren die immer irgendwie immer ab. Die fliegen, die schmieren schon ab, wenn sie noch eine Dreiviertel Tragfläche haben. So, mein letzter Jäger, danach habe ich nur noch den Bomber. MJ Destroyer, komm her. Wie schaffst du das auf einmal, Bana? Was? Hier, zweimal bin ich gerammt worden. Einmal Pilot rausgeschossen. Ich habe gerade festgestellt, Luftverwirbelungen funktionieren hier auch. Ja, du kannst ja auch trudeln, selbst im Arcade-Modus. Nein, der ist gerade ganz scharf über mich drüber geflogen und mein Flugzeug hat getrudelt. Das meine ich. So, ich bin hinter dir, Bahn. Naja, den ist halt auch irgendwie oder nicht so ganz. Auf deiner 6, wenn Popper es gerne so haben möchte. Das ist halt irgendwie nicht so ganz. Ja, gib's ihm von hinten. Da war Bala Kitara. Ich bin wieder heile, ich bin gleich da. Wo seid ihr überhaupt? Komm runter mit dir. Da oben ist ein Bomber. Ja, erledigt. Abgeschmiert. Ich hab was doch nicht. Wollen wir mal gezielt auf den dicken Team oder wie auch immer. 7, 6, 5, 3, 1. Ich hab eine Leck 3 von mir. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo Manni ist. Ich hab Manni schon wieder irgendwie verloren. Ich bin noch im Tal. Verfolgt den Leck. Ja, ich geh jetzt auf dem MC 202. Ich komm nicht ran, der ist schneller als ich. Okay, mir kommt einer entgegen. Nur bei den. Außer er nimmt dich. Nein, der ist tot. Wenn ihr mich seht, ich jag einen Leck vor mir her. Ich seh dich, ich bin gleich da. Ich hol euch beide ein. Komm mir entgegen. Ja, ich hab vor mir eine Leck. Ja, ich hab unter mir auch eine. Wo liegt denn auf das 3? Hab ihn. Das war knapp, Manni. Ja, jetzt könnte ich mal eine Reparatur brauchen. Aber wahrscheinlich lassen die mich nicht mehr heim. Linke Tragfläche ist durchlöchert. Oh, Hurricane hinter mir! Hurricane hinter mir! Hurricane hinter mir! Hurricane hinter mir! Auch mit dir! Wo ist denn jetzt? Also wieder runter!
Da hinten. 7 Kilometer weit weg. Ich glaube nicht, dass ihr mich noch rettet. Ich versuche ihn auszumanövrieren. Ich versuche jetzt mal hier ganz knallhart rumzuziehen. Normaler kugelt immer irgendwo anders. Aber ich glaube, der ist weg. Nee, er ist doch nicht weg. Entschuldigung, hab mich geirrt. Haras hinter dir. Schon nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ja, er hat mir die Flügel abgerissen. Hm. Hat er dich gerammt? Nein. Der hat 12 Maschinengewehre an beiden Flügelspitzen entlang. Wenn die auf dich schießen, dann reißen dir die Flügel in Stücke. Wofür bist du hinter mir? Wir gehen auf die Boomerang. Ich bin hinter dir? Ich bin ja, vor dir. Ja. So, dann gehe ich jetzt in den Bomber. Ja, dann gehen wir halt immer auf die Boomer ran. Scharpitz. Genau. Ja, bei mir ist wenigstens Action im Gegensatz zu Toffer hier die halbe Spielrunde nur auf dem Flugplatz rumgegammelt. Mhm. Kannst du dir mal angucken. Ich hab 6 Luftziele runtergeholt in der Zeit, Schnurze. Naja. Dreht er wieder ab? Ich komm, die Maschine hier ist zu langsam wie Jack. So, wo haben wir denn ein paar schöne Bodenziele für Papa? Da hinten im Graben, wo ich gerade rausgegangen bin. Komm schon, komm schon, komm schon. Zieh rum, du Scheißteil! Da ist er. Wow, wow! Sorry, Mann. Ich glaube, das war deine Tragfläche. Das war meine. Ja, ich bitte darum, es war meine Tragfläche. Ja, genau. Weil ich stürze jetzt auch ab. Toll, Topper. Bringen Sie den mit. Okay, dann nehmen wir die Leck 366. Ich muss ja erstmal ein neues Flugzeug kriegen. Ja, gut, dass du die Karre repariert hast. Nehmen wir denn. So, Manni, flieg mal geradeaus weiter in die Schlucht. Ich segel da jetzt rein und bombardier das. Wo bist denn du? Über dir. Ich sehe dich aber nicht über mir. Weit über dir. Ich sehe Bala da auch nicht da oben. Also. Ich sehe nicht mal auf der Minimap. Ich bin da, keine Sorge. Da sehe ich ihn. Da ist er hinter mir. Ah, jetzt sehe ich ihn. Gerard Hoffmann. Bin ich auf 600 Sachen drauf, Junge. Ich auch. Ja, aber ich bin ein bisschen größer als du. Fällt auch schneller nach unten. Das müsste gleich die Geschwindigkeit erreicht sein, wo das metallische Knirschen anfängt. Da haben wir eine Flak oder sowas. So, Panzer. Und Bomben weg. Ja, getroffen. Jetzt habe ich aber wieder den scheiß Ding hinter mir. So. Die scheiß. Hurricane. Alter, dreh ab, du hast einen hinter dir. Nee, wirklich. Dreh nach links, kommst du auf mich zu. Ja, bin dabei. Ja, dann kannst du mir hinter mir nehmen. Komm schon! Hab ihn hinter dir. Gut. So, jetzt gehen wir doch, jetzt fahren wir top, ich komm von rechts. Irgendwas hat mich noch. Soll ich langsamer machen oder? Ja, bringt halt nichts. Der hat mir meine Tragfläche schon zerschossen. Der Kugel ist Toffer, unser Ritter. Wenn du umdrehen könntest, Bala. Ja, warte. Ich hab vorne keine Bewaffnung, ne? Nur so informativ. Egal, jetzt hat er mir das Heck weggeschossen. Ich stürze mich auf ihn! Voll im Feuer. Wo bist du? Warte. Irgendwo in einem Canyon. Meine Bomben sind in 6 Sekunden wieder ready. Ich hoffe mal, ich kann sie noch abwerfen auf die Bodenziele. Wenn ich das sehen würde, war das gerade 7 Kilometer. Halt durch. Ja, sag das mal Mac-Schützen, nicht mir. Du hast so, 4 Bomben abgeworfen. Wenn du nach rechts schwenkst, würdest du auch nicht zukommen. Bodeneinheiten zerstört. Ich schwenk nach rechts und gebe Stopp. Gut. Wo seid ihr denn? Einer hinter dir hat sich gerade selbstständig erledigt. Geht doch nicht. Mein Heckschütze schießt auf jeden Fall auf ihn.
und der zielt nicht sonderlich gut. Sag mir, Bilder hast du ihn, Junge? Ich hab ihn zumindest gut angetroffen. Gut. Alter. Wir brauchen noch 40 Sekunden, bis ich wieder Bombenaufbau bereit bin. Ah, dieses Ding ist so träge. Hab ihn. Dafür kriege ich 100 EP Abschusshilfe. Weil ich ihn jetzt schon seit 10 Minuten behakt habe mit dem Heckschützen. Ach, dann hast du dich wieder abschießen lassen. Mein armer kleiner Bomber sieht aus wie ein Schweizer Käse, ey. Aber wir haben gewonnen! Ich hab mindestens 4 Panzer weggeholt, ja. Also ohne mich hätte das gar nicht geschafft. Du bist der Held, du bist das Ass. Blatt. Ja, genau. Ich glaube, ich bin noch Erster. Ja, das folgt ja von mir. 6 Luftziele, 3 Bodenziele, so muss das aussehen. Jo, da fliegen die Orden hier. So, Jungs und Mädels, erste Runde. Wir waren ganz erfolgreich. Sieg. Ja, Toffer hat euch gezeigt, wie der Flugplatz aussieht. Muss ja auch mal sein. Genau. Die 30 Sekunden. Ja. Du hast deine Nummer. Also, wir schaffen es meistens nicht mehr zurück. Wenn ihr jetzt hier bei mir seht, ihr kriegt, wenn ihr genug von dem Flugzeug freigespielt habt, das seht ihr hier oben bei mir, könnt ihr hier eure Flugzeuge auch aufwerten. Mit anderen Waffen und weniger Luftwiderstand und etc. pp. Genau. Und ganz am Anfang des Videos habt ihr bei mir gesehen, dass ihr auch die Crews der unterschiedlichen Slots, nicht der Flugzeuge, leveln könnt. Das heißt, ihr habt hier die einzelnen Slots. Die Mannschaft bleibt auf dem Slot. Wenn ihr auch das Flugzeug wechselt, bleiben die hier bestehen. Ihr müsst halt nur die Crew jedes Mal auf ein neues Flugzeug anlernen, aber die behält ihre Skills. Ja. Wollte ich noch gesagt haben. So sieht's aus. Gut, Leute. Ich hoffe, die erste Runde hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei unserem Channel. Und ihr kennt das Spielchen ja. Abonnieren, kommentieren und bewerten. Genau. Tja, dann Servus. Tschüss.